Hey, ich bin Laura und ich begrüße euch zu einem neuen Video. In diesem Video machen wir den Klassiker unter den Sternen, nämlich den Fröbelstern. Der ist hoffentlich mit meiner Anleitung sehr einfach nachzubasteln. Ihr braucht insgesamt 4 Streifen. Ihr könnt die euch fertig kaufen oder selber zuschneiden. Meine waren 50 x 1,5 cm lang. Die müsst ihr einmal in der Mitte knicken und anschließend die Enden einmal so schräg abschneiden. Das ist einfach später hilfreich beim Falten. Als nächstes müsst ihr nun die einzelnen Streifen so ineinander stecken, dass die dann am Ende alle ineinander greifen. Das heißt, den letzten Streifen müsst ihr dann erstmal hier raufschieben und anschließend durch die erste Schlaufe durchschieben und dann könnt ihr alle so zusammenziehen. Jetzt müssen wir beim obersten Streifen nur die obere Schicht nach unten klappen, dann beim linken Streifen die obere Schicht nach rechts klappen, beim unteren Streifen die obere Schicht nach oben klappen und beim rechten Streifen die obere Schicht nach links klappen und durch die Schlaufe ziehen. So haben wir eine zweite Ebene von diesem Gittermuster. Als nächstes gehen wir an die Zacken. Dafür nehmen wir uns den rechten oberen Streifen, müssen ihn so nach hinten klappen, dass eine Ecke entsteht. Anschließend klappen wir ihn nach unten, sodass eine Spitze entsteht. Dann müssen wir den Streifen zurückklappen, dass wieder die Ecke stehen bleibt. Und nun müssen wir das wieder durch die obere Schlaufe ziehen. So ziehen wir das Ganze fest. Dann einmal zurückklappen und nun drehen, sodass wir nun eine neue obere rechte Ecke haben. Auch diese wieder nach hinten umklappen, anschließend den Streifen nach unten klappen, sodass eine Spitze entsteht und nun wieder halbieren und dann den Streifen wieder durch die obere Schlaufe durchfädeln und das machen wir natürlich dann auch wieder zurück. Und machen das dann ebenfalls mit den restlichen 2 Ecken auch. Jetzt haben wir auf der einen Seite alle 4 Ecken schon fertig geklappt. Nun wollen wir natürlich auch noch die restlichen 4. Dafür drehen wir den Stern einmal und machen genau das gleiche Prinzip. Das heißt, wir nehmen wieder den oberen rechten Streifen, klappen das nach hinten, klappen es anschließend nach unten, dann wieder zurückklappen und den Streifen durch die obere Schlaufe ziehen. Dann den Streifen wieder zurückklappen, drehen und bei der neuen Position weitermachen. Jetzt haben wir diese Form und den letzten Streifen, den wir zurückgeklappt haben, können wir jetzt wieder nach unten klappen und müssen nun so eine Schlaufe bilden. Danach müssen wir die durch die linke Ecke fädeln, sodass der Streifen an dem linken oberen Zacken wieder herausgeführt wird. Dann drehen wir das Ganze, nehmen jetzt den unteren rechten Streifen, nehmen wieder eine Schlaufe und fädeln es so durch, dass es eben wieder durch diesen Zacken rausgeführt wird. Das machen wir natürlich mit allen 4 Seiten. Anschließend drehen wir den Stern und wiederholen das auch auf dieser Seite. Das heißt, eine Schlaufe bilden, dann durchfädeln, einmal drehen, Schlaufe bilden, durchfädeln und so weiter. Damit haben wir jetzt schon den größten Teil des Sterns fertig. Jetzt müssen wir nur noch mit einer Schere die überschüssigen Streifen abschneiden. Und dann ist der Fröbelstern auch schon fertig. Es sieht am Anfang vielleicht ein bisschen kompliziert aus, aber es ist wirklich mit der Übung ein sehr einfacher Stern.
Und ihr könnt es natürlich auch in unterschiedlichen Größen machen, dann müsst ihr nur die Maße des Streifens anpassen. Wie gesagt, ich kann euch auch gern auch nochmal unten passende Papierstreifen verlinken, mit denen ihr dann auch theoretisch direkt loslegen könnt. So müsst ihr euch die nicht erst zurechtschneiden. Ansonsten hoffe ich natürlich, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, auch wenn ihr mich abonniert und die Glocke aktiviert, um nichts mehr zu verpassen. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss!